Atur ist in unserer Gemeinde ein feststehender Begriff. Aber wo liegt denn dieses Atur eigentlich genau? Und wie kommt man hin? Rolf und Tina Lenk, die beiden Turbo-Motoren des Projektes, waren erst noch im Februar 2007 da. Und in ihrem Reisebericht kann man lesen: Wir starten in Düsseldorf am 31. Januar 2007 und steigen um in Dubai und anschließend in Colombo und kommen schließlich in Trichy in Südindien an. Wir sind nun schon fast 30 Stunden unterwegs und wollen so schnell wie möglich nach Atur. Aber ankommen, sich hinhauen und schlafen ist nicht. Es wäre unhöflich, die sogenannten Chief Guests nicht würdig zu empfangen und in die Schule zu geleiten. Hier zum Beispiel wird Pfarrer Heinemann empfangen, der auf Bitten unserer Gemeinde auf seiner Indienreise nach Atur kommt. Ready, start! Am nächsten Morgen gilt es erstmal, die nähere Umgebung und das Schulgelände zu erforschen. Es handelt sich in Atur um eine Grundschule, die nach englischem System arbeitet. Im Übrigen nach den Vorgaben des indischen Staates. Sie hat zwei Vorschulklassen, das heißt in unserer Sichtweise sind das Kindergartenklassen und fünf Grundschulklassen. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass dort Jungen und Mädchen zu gleichen Teilen am Unterricht teilnehmen. Und dann kommt die obligatorische Vorstellung und Begrüßung. Pfarrer Darianathan begrüßt Pfarrer Heinemann, der im Auftrag unserer Gemeinde auch Geld mit in die Schule genommen hat. Die Schule wird in diesem Schuljahr von 260 Kindern besucht. Die Anmeldungen steigen. Tina und Rolf berichten, dass jeder Besucher entweder singen muss oder irgendein Spiel mit den Kindern einüben soll. Guten Morgen, the sun is rising. That was excellent, huh? Thank you. Beim Betrachten der folgenden Bilder sehe ich so manchen Unterschied zu unseren Verhältnissen. Also wie zum Beispiel die sehr große Disziplin der Kinder oder die fast preußisch anmutende Organisation. Aber auch für meine Begriffe die viel zu kleinen Busse für so viel kleine Fahrgäste. Was kann ich denn nennen? Mama, Archana. Archana. Die Saumya. UKG Saumya. Mutter Krishnan. Saumya Mama, you get the money. Yes, Saumya Mama. This Saumya Mama. Kill it. Saumya. Ja, die Schulbusse. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Dieser Bus hier hätte eigentlich schon voriges Jahr ausgemustert werden müssen. Ihn hält nur noch die Farbe zusammen, heißt es. Und das bei den besonderen indischen Belastungen. Im Reisebericht heißt es dazu: Fahrzeuge mit besonders stabilem Fahrwerk und möglichst großen Rädern sind besonders vorteilhaft. Die Schlaglöcher haben hier oft ungeahnte Dimensionen. Die Jungen und Mädchen kommen zum Teil aus den bis zu 10 Kilometern von der Schule entfernten Hütten und müssen mit dem Bus abgeholt werden, wenn sie nicht zu Fuß oder anderweitig anreisen können. Zum Schulunterricht schreibt Rolf Lenk: Es werden Texte aus der Geschichte Indiens abgefragt. Die Gedächtnisleistungen sind zwar unterschiedlich, aber ich bin überrascht, dass Kinder im zweiten und dritten Schuljahr Texte mit einer Dauer von 10 Minuten klaglos und ohne Stottern auswendig können. Die Schulleitung hat
10 Lehrkräfte eingestellt. Die meisten davon sind ledige Lehrerinnen. Sobald sie von den Eltern verheiratet werden, erlaubt in der Regel der Ehemann nicht mehr, dass sie in der Schule weiterarbeiten. Aus diesem Grunde und auch wegen der geringen Bezahlung ist die Fluktuation groß. Trotzdem ist die Ausbildungsqualität gut und die Anmeldungen steigen ständig. Sehr viele Kinder gehen nach dem Abschluss auf weiterführende Schulen und schaffen die Aufnahmeprüfungen klaglos. Übrigens, der Unterrichtslärm stammt von den Nachbarklassen. Schallschutz ist hier noch kein Standard. Die Schule platzt aus allen Nähten und so muss auch vor den eigentlichen Klassenräumen im Freien unterrichtet werden. Also muss neu gebaut werden. Die Art und Weise, wie hier in Attur gebaut wird, zeigt, dass Arbeitskräfte billig sind und auch Frauen von so schwerer Arbeit nicht verschont werden. Ich frage Rolf Lenk, wer denn den Betrieb und die nötigen Investitionen für die Schule bezahlt? Wir haben überlegt, die Investitionskosten von hier zu finanzieren aus Spendenmitteln. Dazu gehören die Baukosten fürs Gebäude, die Einrichtung und beispielsweise auch die Erneuerung der Busse. Denn das können die Leute doch nicht selber bezahlen. Der Betrieb wird bezahlt über Schulgelder, die vor Ort erhoben werden. Das ist notwendig für die Lehrergehälter und beispielsweise für die Bustransportkosten. Aber die Schulgelder werden so gering gehalten, dass sie die arme Landbevölkerung, die Bauern, bezahlen können. Das Schulgeld beträgt 5 € im Monat je Kind. Das ist wenig, aber die Allerärmsten können auch diesen Betrag nicht aufbringen. Die Konsequenz? Die Kinder müssten die Schule verlassen. Und um das zu verhindern, haben Tina und Rolf Sponsoren für 28 Kinder im Jahr 2007 gefunden. Übrigens sind das hier die Schüler, die einen Freiplatz haben. Sie stellen sich gerade filmisch ihren Paten vor. Hi, I'm good. Hi. My name is Bia Tilaka. I'm studying in second standard. I'm Kavi Arsan. My name is P. Kritika. I'm studying 5th standard. Was schießt denn der indische Staat dazu? Derzeit leider überhaupt gar nichts. Seit 1991 haben Tina und Rolf weit über 100.000 Euro gesammelt, um die Schule aufzubauen und den Betrieb sicherzustellen. Wie habt ihr denn das ganze Geld zusammenbekommen? Ja, wir haben indische Handarbeiten verkauft. Dann gibt es jedes Jahr eine Adventskranzaktion und dass wir Marmelade kochen und die verkaufen. Was steht denn im Jahre 2008 an? Die Schule soll zweizügig ausgebaut werden und dafür brauchen wir jetzt noch 4 weitere Klassen. Die kosten 30.000 bis 40.000 Euro. Weiter sind notwendig, die Busse zu ersetzen. Ein Bus kostet etwa 15.000 Euro. Außerdem sind Schulbänke erforderlich. Für 2 Kinder kostet eine Schulbank etwa 75 Euro. Aber solche Summen könnt ihr doch mit euren Aktionen gar nicht einnehmen. Gibt es denn auch andere Einnahmequellen? Ja, wir bekommen von einzelnen Gruppen Gelder, wir bekommen für Vorträge manchmal Gelder, wir werben um Spenden und bekommen dann auch von Firmen Gelder, aber auch von einzelnen Personen.